This song is made by Finja. Ich habe ja gar nicht dran gedacht, dass Strausberg hier auf dem Weg liegt. Da fahre ich doch glatt nochmal durch Strausberg durch und nehme mein altes Armeeobjekt mit aufs Video auf. Ich habe ja in Strausberg meinen Ehrendienst für den Sozialismus gedient. Wir waren so ein kleines Nachrichtenobjekt. Wir waren durch 50 Leute, inklusive Offiziere und Zivilbeschäftigten. Waren auch bloß zwei so eine Neubaublocks. Das andere, das war irgend so Hochsicherheitsleute, die kannte man ein paar von denen. Und nur ein paar Worte wechseln, aber mehr auch nie. Durfte nicht mal wissen, was die machen. Das wussten die, glaube ich, selber noch nie, wofür die da waren, aber na gut. Jedenfalls, und dann waren wir so ungefähr 20, 25 Soldaten. Und am Wochenende haben wir das dort selber gemanagt, da war kein Offizier im Objekt. Da haben wir dort abends auch ganz inoffiziell Bier auf dem Tisch stehen gehabt und Westfernsehen geguckt und das war alles damals kein Problem. Wenn dann doch mal irgendwo ein Offizier kam, dann hatten wir ein ausgeklügeltes Alarmsystem, mit dem wir sozusagen allen gesagt haben, jetzt wieder DDR-Sender hören und Bier vom Tisch und was weiß ich. Hier musste ich mal hin zum Arzt. Auf dem Gelände war irgendwo Arzt. Das ist hier das nördliche Ende von Strausberg. Und da bin ich, nee, ich glaube, das war noch ein bisschen weiter unten. Jedenfalls musste ich ganz ein Stück da laufen, bis ich zu dem Eingang vom Armeeobjekt war. Wir waren so ein kleines verstecktes Objekt, wo keine richtigen Regeln galten. Und wie gesagt, ich lief hier an dem ganzen Armeeblocks vorbei. Und da kam ja so frisch gebackener Leutnant, Oberleutnant, irgend so blöder Kerl kam mir da entgegen. Und ich natürlich bloß so dumm gegrinst und nie hier Hand an die Stirn. Und ja, Genosse Soldat. Warum grüßen wir nicht? Ich so, Entschuldigung, habe ich vergessen. Da sagt er, nee, das müssen wir jetzt mal üben. Oder wollte ich so anfangen, das üb. Wo komme ich denn eigentlich her? Ich sag vom ZNA. Und heute abwinken und sagen, gehen Sie weiter. Die Fahrt von Niederfino nach Lübbenau führte mich durch Strausberg. Hier kam ich nicht umhin, mein altes Armeeobjekt mal zu besichtigen. Wie ihr seht, war es nur ein sehr kleines Objekt mit ca. 50 Leuten, inklusive Offizieren und Zivilbeschäftigten. Oben das zweite Fenster von links war mein Zimmer. Unten, hier ist nichts zu sehen, war die Schreiberstube und die Küche, was meine beiden Arbeitsreviere waren. Vorn das Wachgebäude. Das Wachgebäude ist mittlerweile zum Einfamilienhaus gewandelt worden. Und die ganzen Soldatenstuben sind jetzt als kleine Einraumwohnung vermietet. In der Freizeit konnten wir uns an der Wache abmelden und gegenüber auf dem Sportplatz joggen gehen. Hier lief ich meistens aber nur zwei kleine Alibi-Runden, um dann zum Hintereingang wieder rauszugehen. 1 bis 2 Kilometer weiter gab es einen kleinen Badesee. Hier habe ich mich dann oft gern noch in die Sonne gehauen. So, danach ging es weiter in Richtung Spreewald.
Ich wollte mir den Multicache Lübbenauer Spaziergang noch mit ansehen. Hier ist die erste Station. Hier im Torbogenhaus ist das Spreewaldmuseum untergebracht. In der Durchfahrt im Torbogen hängt ein Kieferknochen eines Grönlandwales, den die Stadt Lübbenau im 18. Jahrhundert von ihrem Bürger Morgan Schirmkönig geschenkt bekam. Der Bürger lebte damals als Kaufmann in Hamburg. Die Länge des Knochens ist 5,65 Meter und er hat ein Gewicht von 238 Kilogramm. Auch die anderen Stationen zu diesem Geocache habe ich mit aufgesucht, aber die Dose konnte ich leider nicht finden. Dresden 23 Stunden. Und der nächste fährt 17.40 Uhr.
Da gibt es einen Multicache mit einem kleinen Spaziergang. Da gucke ich mir jetzt ein, zwei Stationen schon mal an. Den Rest mache ich dann am Abend. Hab mir hier eine Gulaschsuppe gegönnt. Das Fleisch muss ich ja nur lutschen, aber wird schon gehen. Wieder nicht richtig gelesen und aufgepasst. Ich hätte durch den Schlosspark gehen müssen, aber laufen wir noch ein Stück weiter bis zum alten ehemaligen Badesee. Da ist noch ein Cache und dann können wir hinten durch den Hintereingang direkt durch den Schlosspark gehen. Noch ein Foto vom Schaf und den beiden Kibbles, die ich habe. Every one of your desires. All this deep in your soul. Small steps. Auf dem Wanderweg von Lübbenau zum Gasthof Wojcowska kommt ihr an der alten Badeanstalt vorbei. Die wurde zwischen 1928 und 1960 offiziell genutzt und ist heute ein Angelgewässer. An diesem liegt die ehemalig künstlich geschaffene Naturbadeanstalt von Lübbenau. Diese wurde 1928 erbaut und bis 1960 offiziell genutzt. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, gab es einen Sprungturm und mehrere kleine Baracken. Heute wird die Badeanstalt als Angelgewässer genutzt. Ihr befindet euch im Bioreservat Spreewald und die offiziellen Wege müssen zu keiner Zeit verlassen werden.